Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, wir protestieren hier vor der kasachischen Botschaft. Wir protestieren gegen das Nazarbayev-Regime. Wir sind hier, um die sofortige Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Vadim Kuramshin zu fordern. Außerdem fordern wir ebenfalls die Freilassung der inhaftierten streikenden Ölarbeiter. Vadim Kuramshin hat sich die letzten Jahre als Menschenrechtsaktivist in Kasachstan einen Namen gemacht. Mehrfach ist er inhaftiert worden. Jetzt, Anfang diesen Jahres, wurde er erneut festgenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Vertrauensperson der Bildungsgewerkschaft GEW und spreche als Vertreter der jungen GEW Berlin, die diesen Protest hier unterstützt. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen wir uns ein für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern weltweit. In Kasachstan geht es aktuell beim Prozess nicht nur um Vadim Kuramshin, sondern auch um viele der Ölarbeiterinnen und Ölarbeiter, die gestreikt haben. Die wirklichen Schuldigen an dem Massaker vom 16. Dezember sind die Regierung und der Ölkonzern und nicht die paar Sündenböcke, zu denen einfache Polizisten und Soldaten gerade gemacht werden. Medizanov, a leader of miners' families and socialist movement Kazakhstan, was found dead on the 5th of June this year. While the cause of death is not yet known, the passing away of Takir, a healthy 51-year-old, is surrounded by suspicion. Not least because Takir recently received threats from persons unknown that they would get rid of him. Gegen Unterdrückung in Kasachstan. Wir fordern Freiheit für alle politischen Gefangenen. Wir fordern die sofortige Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Vadim Kuramshin. Wir fordern volle gewerkschaftliche und demokratische Rechte in Kasachstan, Freiheit für alle inhaftierten Ölarbeiterinnen und Ölarbeiter. Und dieser Protest hier richtet sich nicht nur gegen das Nazarbayev-Regime, es richtet sich auch gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen die Bundesregierung, es richtet sich gegen die Regierenden in verschiedenen Teilen der Welt, die gemeinsame Sache machen mit Nazarbayev, wie beispielsweise Angela Merkel und ihre Unternehmerbande. Denn Kasachstan ist der drittgrößte Öllieferant der Bundesrepublik Deutschland. Im Dezember, dem Unabhängigkeitstag Kasachstans, hatte die Regierung unter Präsident Nazarbayev das Feuer auf streikende Ölarbeiterinnen und Ölarbeiter eröffnet. Nach Gewerkschaftsangaben wurden in der Stadt Janaozen rund 70 Menschen erschossen, während die Regierung 17 Tote zählt. 37 Streikende standen wegen der Aufstände vor Gericht. Fast alle wurden kürzlich verurteilt. Während einige mit einer Amnestie davon kamen, müssen andere bis zu 7 Jahre ins Gefängnis. Betroffene berichten von Folter und Misshandlungen in der Untersuchungshaft. Weitere Verhaftungen und Verurteilungen könnten folgen, denn mehrere Aktivisten und Aktivisten werden wegen des angeblichen Schürens sozialer Unzufriedenheit vernommen. Einer von ihnen hat sich angesichts dieses Drucks das Leben genommen. Der von der Kampagne Kasachstan, der fordert Freiheit für alle politischen Gefangenen in Kasachstan, für die sofortige Freilassung von dem Menschenrechtsaktivisten Vadim Kuramshin. Wir werden jetzt den Botschafter auffordern, herauszukommen und diesen Protestbrief in Empfang zu nehmen. Warum werden die Opfer und nicht die Täter verurteilt nach dem Massaker in Janaozen?